Herzlich willkommen, ihr geilen Fangenusswurzler. Wir gehen rein in den letzten und in die stärksten Fights der Hell Arena heute. Und ja, aber bevor wir reingehen, will ich euch nochmal auf Aptoid aufmerksam machen, Leute. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ihr spart bis zu 30%. Also kauft nicht im normalen Play Store, ladet euch Aptoid runter. Alles dazu unten in der Videobeschreibung. Ich kann es nur oft genug sagen. Und jetzt gehen wir rein. Werft euer Geld nicht zum Fenster raus. So. Auf geht's! Ja, es sind jetzt noch die letzten drei oder vier Fights über, ich weiß gar nicht. Oh, machen wir hier mal zwei Speed. Das sieht echt ganz gut aus, dass wir in die nächste Liga aufsteigen, aber so ganz weiß ich noch nicht so viel, was countert momentan. Bin noch ein bisschen unsicher. Ihr merkt das auch an meinen Aufstellungen. Das ist halt, wenn man drei Teams noch hat, dann kann man auch nicht so viel probieren, wie wenn gleich dann in der nächsten Liga halt vier Teams sind oder fünf Teams. Da kann ich dann mehr anfangen, auch ein bisschen rumzutesten, so wirklich, weil die Leute spielen gerade hier auch nicht ihre richtigen Teams, die haben ganz komische Sachen zusammengewürfelt. Und es ist schwer, jetzt gerade irgendwas zu testen, oder wie findet ihr das bei der Phase, wo wir jetzt gerade sind? Mein komischer. Und hier liegen sich ein paar von mir auch hin, auf jeden Fall. Hab voll Bock. Aber ja. Sollte klar gehen, weil meine Claire regeln sollte. Claire says, oh yeah. Oh. Absolut immer am Danken hier, Claire. Bam. Oh, mein Ding ist. Ziemlich am Arsch, mein Ares. Aber der gegnerische Ares ist auch nicht mehr so ganz so happy, würde ich sagen. Und Leo ist ja auch ziemlich schon am Keuchen! Was ein Fight hier schon wieder, Mann. Holy nervig, ey. Klatsch den doch jetzt weg, Mann. Was ist das denn schon wieder für ein holy nerviger Leo? Da, weg mit dir jetzt. We're on the other seat. Ha. Ich glaube, das läuft ziemlich blöd, weil das alles auf meiner Seite ist. Ist immer nicht so geil für Fiona Pushes und so. Auch für Gabal Pushes. Könnte ein bisschen nach hinten losgehen hier. Bin ich ganz ehrlich, wir werden es gleich sehen. Aber ich mein, das ist dann auch nicht blöd. Das sieht echt ganz gut aus. Meine Assas machen einfach trotzdem mehr Damage. Ja, und jetzt holen wir uns das Ding. Jetzt holen wir uns das Ding. Let's go. Okay, wir gehen weiter in den nächsten Fight. So, rein geht's. Sobald wir auf jeden Fall schon mal eine safe Position haben, dann probiere ich auch noch mal jetzt gleich ein bisschen was rum. Guck mal gleich, was wir noch brauchen überhaupt. Eine gute Platzierung. Schon wieder Sonntag, ich mache meine Hits immer halt super spät. Irgendwie, ich komme nicht so oft dazu. Ne? Jetzt früh zu machen. Ah, diese Ulti von Carabine, ne? Die ist schon. Ein Juicer, würde ich sagen. Ein absoluter Juicer, finde ich. Wenn die noch kritten könnte, dann wäre aber richtig Alarm. Das ist ganz cool, weil Samael da richtig hart schon mal bearbeitet hat. Ja, und dann kam jetzt Helen bis hin zur Richtung von Fiona. Das sollte mega gut sein. Ich bin hart am überlegen, auch die Assassinen hochzumachen von der Cola. Was meint ihr, Leute? Die ist schon nice. Also die könnte ich schon mal hochmachen eigentlich. Ne? Da spricht eigentlich nichts dagegen. Ne? Das ist für nächste Woche oder so. Ich check meine Ressourcen und dann denke ich schon, dass ich sie hochmachen werde. Weil die ist so die einzige von der neuen Cola, die ich wirklich geil ist. Der Rest ist wirklich Trash. Alter.
Und der Fight geht diesmal ziemlich viel schneller. Perfekt. Guck mal in das Ranking rein. Was brauchen wir denn hier noch? Noch 6. Ich habe noch 2 Fights über. Das sollte klar gehen. Boah, das können wir so spielen. Das spielen wir so. Aber bei Carol Bayern ist richtiger Energy-Vergibnis-Wurzler. Von daher alles gut. Also ich denke schon, dass Tanks sehr stark sind gegen Energy-Themen. Also das ist auf jeden Fall meine Einschätzung. Dass Tanks halt benutzt werden, um Energy-Team zu countern. Vor allem bei Energy-Team ja auch von dieser Aura geboostet ist. Also ich denke schon, dass Tanks hier relativ gut was machen. Vor allem die Carol Vine ist auch elendig gut gegen die. Ja, das wird auf jeden Fall ganz gut gegen sein. Wenn wir jetzt wieder so Assa gegen Assa. Gut aus. Jetzt haben wir halt so voll viele, ganz viele Trophäen geholt, ey. Ich glaube, wenn ich ausrechne richtig, muss ich jeden Fight gewinnen, um irgendwie eine Chance auf den ersten Platz zu haben. Jetzt nochmal, wir sind erst Dritter. Wir haben jetzt auch nur noch einen Fight über. Ja, guck mal, die haben. Ich glaube, er hat alles wegrasiert, Bro. Er ist von EU10, lol, Alter. Jetzt ist auch in Hell Arena EU10 drin, Alter. Ist halt auch zum Brechen, ne? Zum kompletten Abbrechen. Ach ja, so ist das. Aber ey, ist schon ein bisschen Abbruch, aber egal. Dieser Bar, wie heißt dieser Kack-Kack, das sind so YouTube. Er ist halt auch so. Wir können halt am Ende jetzt eh nur zweiter Platz werden, selbst wenn wir alles gewinnen. Ja, und der Typ hat irgendwie hart geringe Dinge ins Ziel, sag mal. Getryhardet, Alter. Das sieht nicht ganz so mega aus. Mal gucken. Ah, das ist ein bisschen Rift, Alter. Und okay. Dann werden wir halt nur Dritter. Auch so ein bisschen scheißegal, Alter. Oh, nice GG. Haben wir zumindest den dritten Platz gehalten hier. Let's go. Fucking fuck it, Alter. Egal, wir sind aufgestiegen. I don't mind. Let's go. Wir werden in die nächste Runde reinziehen. Und Leute, hoffe, Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo raus. Und ja, wir können einfach nicht mehr gewinnen. Das ist halt der Free-to-Play-Way. Bam, bam. Peace. Euer Resident 1.